Hey Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir haben ja beim letzten Mal in der Wüste Ranel einen Stein der Zeit zu den Überresten des Donnerdrachens gebracht, damit er wieder durch Zeitmanipulation zum Leben erwachen konnte. Allerdings ist er noch sehr krank, sodass er uns leider noch nicht das Heldenlied beibringen kann, also braucht er erstmal eine Frucht des Lebensbaums. Ja, in der Wüste konnte er allerdings nicht wachsen, deswegen sind wir jetzt hier erstmal in den Wald von Faron und zum Siegelhain zurückgekehrt. Damit wir eben halt hier den Baum pflanzen und damit er hier gedeihen konnte und wie er gedeiht ist, Leute, so. So, dann holen wir ihn mal runter. So, da ist er schon mal gewachsen und dann nehmen wir ihn mal mit. So, du hast die Lebensbaumfrucht erhalten. Sie soll angeblich jede Krankheit heilen können. Gib sie dem Donnerdrachen. Alles klar, so. Hey, warte, was sagst du eigentlich zum Baum? Ja, was für ein fantastischer Baum. Er passt perfekt zu diesem Tempel. Wenn ich ihn ansehe, fühle ich mich quicklebendig. Ja, schön für dich, Bardo. So, alles klar, hier sind wir dann erstmal fertig. Aber bevor ich nach Ranel zurückkehre, will ich erstmal in den Wald rein. Weil ich ja dort etwas besorgen wollte, und zwar eine neue Pflanzenart. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr genau, wo sie jetzt stand. Also ich weiß ja eigentlich ja, was es ist. Also es kommt ja ziemlich bekannt vor, was ich jetzt suchen möchte. Aber ich weiß ja nicht mehr genau, welche von denen es genau war. Es könnte ja nämlich ja sein, also es ist ja nämlich ja so, dass er ja auf was Bestimmtes aus ist. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich will in den Wald rein. So, dann bin ich ja mal gespannt. Also, ausschlagen tut die Aurasuche irgendwo in dieser Richtung. Dann würde ich mal gleich mal sagen, ich kletter hier so hoch. So. So, genau in diese Richtung. So, okay. Erstmal schnell verschnaufen. So, und schon geht's wieder besser. So, ich kann mir eigentlich schon denken, wo genau das jetzt hier so war. Das war ja irgend so ein Loch, in dem ich mich auch hier reinfallen lassen konnte. Irgendwo weiter hier oben, oder so? Ja. Hier war doch irgendwo ein Weg, der mich dahin führen konnte, oder nicht? Hä, warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Ja, er zeigt genau auf diesen hier, auf Kombu. So, will ich erstmal kurz gucken. Also das Signallicht ist ja da hinten. Am besten, ich gehe mal so hier lang. Ich denke mal, da müsste ich schneller sogar dahin kommen oder so, ja. Ja, da unten ist er doch. So, da ist er. Hey, Kleiner. Oh, du bist es wieder. Kombus kleine Schultern tun wir vom Verstecken. Was für Schultern? So eine Frechheit. Auch wenn Kombus Schultern nicht stark und kräftig sind, hat Kombu trotzdem welche. Aber Kombu ist schon ganz müde vom ständigen Verstecken. Das Leben hier ist viel zu gefährlich. Alle freuen sich darüber, dass der Wald friedlich geworden ist, aber Kombu bleibt irgendwie... Es glaubt das irgendwie nicht. Muss Kombu sich sein Leben lang immer nur verstecken? Kennst du irgendeinen Ort, an dem Kombu leben kann, ohne sich immer verstecken zu müssen? Da fällt mir sogar was genau Richtiges ein. Das ist ja wundervoll. Nimm Kombu mit sofort. So. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei um eine Pflanze handelt, liegt nur bei 40%. Ich halte es jedoch für möglich, dass Otus dieses Wesen für eine als neue Pflanzenart anerkennt. Soll ich den Roboter rufen und es in den Wolkenhort bringen lassen? Ja, mach es. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde den Roboter nun rufen. So. So, da ist er ja mal wieder. Verehrte Fei, ihr habt mich gerufen. Diesen Knick hier soll ich also wegbringen. Du bist mir im Weg, grüner Wicht. Los, mach die Fliege, aber hurtig. Ach ja. Na gut, verstanden. Ich warte dann oben auf euch. Bis später. So, alles klar. Da ist er also wieder. Los. Gut. Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reist und dem Kyo dir jener Person bringst, die dich mit der Suche beauftragt hat.
Ja, gute Idee. So, wie komme ich am besten jetzt wieder hier raus? So, aber erstmal kann ich ja das Signallicht wieder mitnehmen. Das brauche ich nicht mehr. So, okay, hier komme ich ja wieder raus. So. Ah, okay, das war ein bisschen zu kurz. So, probieren wir es gleich nochmal. Okay, halt mal ein bisschen still, du Teil. So. So, da sind wir auch schon wieder draußen. Und dann brauche ich jetzt erstmal nur noch eine Vogelstatue. So, da oben ist ja zum Glück gleich eine. Dann gehen wir gleich mal dahin. So, ins Wolkenmeer. So, da der Wolkenwort ja gleich sowieso direkt auf dem Weg ist, also zwischen Randell und diesem und dem Wald, würde ich mal sagen, kann ich ja gleich zwischendurch mal dahin bringen und die Stadt und den Q dort abliefern. Ja, wäre eine gute Idee. Ja. Ist zwar nicht vielleicht direkt auf dem Weg, aber egal. Immerhin noch nah genug dran. So, da wären wir also wieder mal im Wolkenhort und dann geht's jetzt erstmal ab zu Meister Ottos. Damit er endlich mal sein Pflanzending oder so haben will. Also ich meine, das Ding sieht ja halt Pflanze aus eigentlich. Da bin ich ja mal gespannt. So Chef, da bin ich wieder. Die Lieferung ist da. Ein seltsamer kleiner Kiu. Bitte sehr. Autsch. Voll auf die Nase. Ruft mich wieder, wenn ihr beide Hilfe benötigt, verehrte Fei. Das... Was ist denn das? Das ist tatsächlich eine mir völlig unbekannte Pflanzenart. Aber was ist das denn? Ist das wirklich eine Pflanze oder doch ein Tier? Hm, dies ist wohl eine der größten Entdeckungen unserer Zeit. Flip! Wow, das ist großartig! Es gibt also tatsächlich noch viele Pflanzen auf dieser Welt, die ich noch nie gesehen habe. Oh, ich spüre förmlich, wie der Forscherdrang in mir wieder wächst. Ich danke dir von ganzem Herzen, Link. Ich werde gut auf diese Pflanze achten. Sag mir Bescheid, falls du erneut eine seltene Pflanze finden solltest. So. Erstmal wieder hier 5 Juwelen der Güte abgestaubt. So, hilfst du einem Menschen, ja, so erhältst du stets 5 Einheiten davon. So, jetzt fehlen eigentlich nur 5 Stück, dann habe ich alle zusammen. So gut, dann werde ich jetzt erstmal wieder hier verschwinden und dann gleich mal nachsehen, ob Terrys Aufgabe jetzt endlich verfügbar ist. Ich habe ja gesagt, die kommt ja immer jedes Mal ganz zum Schluss dran und deswegen kann es ja immer noch eine Ewigkeit dauern. Aber es, ich weiß jetzt nicht, oder kann es sein, dass ich sie erst verfügbar habe, wenn ich das Heldenlied habe oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Hm. Tja. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ich könnte ja mal kurz erstmal nachfragen. Das schadet ja nicht. Auch wenn es wieder mal ein paar Minuten Zeit totschlagen wird. Tja. Kann man eben halt nichts machen. Sowas kann halt passieren. So. Gut, da ist er ja schon wieder, das Seil. Och man, so. Ich suche mir auch immer jedes Mal die passenden Plätze aus, damit er hier anhält. So. So, hör mal los. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Ne, immer noch nicht. Na gut, dann werde ich mich eben erst darum kümmern, wenn ich das Handlied vollständig habe. Mann, Mann, Mann. So, was sagt denn die Uhr? Naja, 10 Minuten noch ungefähr und ich habe mir hier gerade wehgetan. Ja, da sind ja schon wieder 2 Herzen, also macht das ja nix. So.
Jetzt muss ich mal überlegen. Und, was zum... Was machst du da? Hallo Link, du bist auch ständig unterwegs, was? Du hast doch dein... Du hast doch einen Klassenkameraden namens Drew, oder? Er sagt, er hätte in der Sturmwolke ein wahres Insektenparadies entdeckt. Er mag diese Tierchen sehr, was? Was will er denn mit einem Insektenparadies? Gute Frage, aber hey. Genau, ich wusste doch, dass ich mit irgendjemandem vorher mal reden musste, damit er mir das mit Drew erzählt. Weil der hat ja nämlich auch etwas Wichtiges mit der Tätigquest hier zu tun. Deswegen schaue ich jetzt nochmal nach. Vielleicht ist sie ja jetzt doch verfügbar. Ich denke mal, ich musste erstmal das Gespräch auslösen. So, dann lass mich noch erstmal hier kurz rein. Muss ich erstmal sehen, vielleicht ist es ja jetzt doch endlich verfügbar. Und. Immer noch nichts. Sag mal, was ist hier los? Ja. Nee, interessiert mich nicht. Gut, dann will ich dich bitten, mich nicht zu unterbrechen. Jetzt, wo du nur hier bist. Naja, was auch immer. Ja, sehen wir uns einfach mal um. Da ist ja nur noch das Herzteil über. Okay, das ist ein bisschen komisch. Also gut. Also gut. Nee, dann würde ich dann sagen, ich mache das erst, wenn ich das Heldenlied fertig habe. Ich würde ja jetzt bescheuert sein, wenn ich jetzt immer ständig wegen jeder... Wenn ich jetzt wegen jedem kleinen bisschen, was ich hier jetzt erledigt habe, jetzt extra wieder nochmal hierher zurückkomme und Terry dann frage. Nee, das mache ich dann, wenn dann erst ganz zum Schluss. Genau. So. Da fällt mir eigentlich ein, da ich jetzt gerade momentan eh im Wolkenmeer bin, könnte ich mich jetzt eigentlich auch um die restlichen Kisten kümmern. Ja, genau. Bevor ich zum Donnerdrachen wieder zurückfliege, werde ich mir erstmal die Kiste holen. Die Zeit dafür müsste eigentlich ja noch reichen. Passt ja gerade sowieso gut, dass ich jetzt hier sogar noch ein Signallicht habe. Irgendwo auf einer der Inseln müsste ja nämlich ja wieder eine Truhe sein. Ich glaube, das ist die da hinten. Wieder. Muss ich jetzt mal überlegen. Ah, richtig. Bei der war es ja so bescheuert zu landen. Autsch! Aber war ich hier nicht eigentlich schon mal? Doch, ich war hier eigentlich schon mal und da ist wieder so ein blöder Käfer, ey. Ah, Alter, ich will raus da. Ich vergiss den scheiß Käfer erstmal, ich will einfach nur raus. Hä, komisch, habe ich die nicht eigentlich schon längst mal geöffnet? Egal. Das, ja. Kannst du 5 weitere Pfeile bei dir tragen? Das Item ist voll, ja, ist klar. Okay. Alles klar. Das wäre eigentlich sowieso gar nicht warum grabe ich mich jetzt wieder aus? Egal. Schnell wieder rein. Ich muss da rein, bitte. Ich sollte den Köcher vielleicht sowieso mal ausrüsten, weil ich ihn ja sowieso später noch brauchen werde. Nee, eigentlich beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, da habe ich ihn ja eigentlich auch nicht unbedingt gebraucht. Aber es wäre zumindest nicht verkehrt, ein paar Reservepfeile zu haben. Vor allem, weil ich ja so gerne daneben schieße. So. So, sonst sind hier wohl keine weiteren Kisten, wie es aussieht, außer vielleicht... Vielleicht im Wolkenhut noch? Ich weiß es nicht. Falls da noch welche sind, werde ich sie mir aber erst später holen.
So, ich muss jetzt mal überlegen. Also ich habe noch ungefähr 5 Minuten Partzeit. Die müssten eigentlich jetzt reichen, um erstmal wieder zu Narisha zurückzufliegen und dann eben halt dort ihm die Frucht zu geben. So. Gut, so, dann müssen wir jetzt da lang. Da ist ja Ramel. So, dann sind wir auch schon fast da. Dann haben wir das dritte Heldenlied endlich bei uns. Oh Mann, die Lichtsäule ist ja doch weiter weg, als ich dachte. Los, komm schon, gleich sind wir da, gleich sind wir da, gleich sind wir da. So, und Absprung. So, gut. Bewege zu der Vogelstatue, zu der ich dich bringen soll und ja, drücke. Also, ich wollte ja in die Schlucht rein. So, und ja. So, da sind wir auch schon. So. Da wird sich der Drache jetzt aber freuen. So, aber erstmal brauche ich eine kleine Verschnaufpause. 1, 2, 3 und 4. So. Ja, ja, wir wissen, dass du krank bist. Hier, ich habe was für dich. Sieh an, Link, was führt dich zu mir? Tja, guck mal, ich hab hier was für dich. Oh, Alter, ist die groß. Wo hat er die ganze Zeit die Stecken gehabt? Also das nenne ich mal eine gelungene Überraschung. Du hast sie mir tatsächlich gebracht. So, da mal wohl bekommt's. Yum, yum, yum. Ja! Alter, der geht ja ab wie ein Zäpfchen. Oha, tut das gut, mein ganzer Körper pulsiert. Eine neue Kraft durchströmt mich. Hahaha, ist das geil. Ja, schön, dass es dem Drachen endlich wieder gut geht, ne? Selbst der tausende alte Drachen wie wir werden von Krankheiten gepeinigt. Deine Hilfe hat mein Leben verlängert, Link. Als Dank werde ich dir meine Stimme des Heldenliedes vorsingen. Also, sperr die Ohren auf und lausche meinem Gesang. So. Das hätten wir also geschafft. Du hast eine Stimme des Heldenlieds erlernt. Tja, das war's also. Wir haben also alle drei Heldenliederstimmen zusammen. Du hast mich gerettet. Vielen Dank, Link. Ich will dir dafür eine weitere Belohnung zukommen lassen. Ich werde mich darum kümmern und sie dir geben, wenn du wiederkommst. Du wirst dich sicher freuen. Sehr gut, Gebieter. Du hast nun drei Stimmen des Heldenlieds erlernt. Um die einzelnen Stimmen richtig zusammenzufügen und die letzte Stimme zu erhalten, besuche nun den großen Himmelsgeist Narisha. Ganz genau, so. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon mit ihm deswegen reden kann. Probier es mal. Du kannst es wohl nicht erwarten, Link. Warum denn so ungeduldig? Aber gut, dann fangen wir an. Andererseits, als du als auserwählter Held hast eigentlich keine Zeit für Spielchen, sollte man meinen. Deshalb machen wir keine halben Sachen. Willst du dich in den Gefahren jener, denen du bisher begegnet bist, ein weiteres Mal stellen? Aus Erfahrung lernt man, so heißt es doch. Schaden würde dir ein wenig Übung bestimmt nicht. Also, was sagst du? Willst du nun versuchen, Link? Später vielleicht. Was sagst du? Du möchtest nicht? Wo bleibt denn da der Spaß? Wie dem auch sei, falls du deine Meinung irgendwann ändern möchtest, ja, schau wieder vorbei.
Alles klar, Freunde. Ja, genau. Der Donnerdrache hat uns hier nämlich ein kleines Angebot zu machen. Und zwar können wir nämlich ja jetzt bereits besiegte Bossgegner hier nochmal bekämpfen. Das werden wir allerdings im nächsten Part machen. Vor allem, weil es ja eigentlich ja sehr nützlich sein wird. Denn hier kann ich mir nämlich erstmal ein weiteres Herzteil holen. Und den allerstärksten Schild des Spiels, den... Nee, den Namen werde ich natürlich nicht verraten, für die das Spiel ja natürlich noch nicht kennen. Und sicher noch nicht alles, ja... davon gesehen haben, deswegen will ich den Namen des Schildes natürlich noch nicht einfach so verraten. Aber für die, die das ja kennen, die wissen ja, was ich meine. Aber gut, ich schweife hier ab. Also es wird langsam mal Zeit, dass ich hier den Part beende, Freunde. Und im nächsten werden wir uns dann der Prüfung vom Donnerdrachen Ranell stellen. Also Freunde, ich bedanke mich dann mal hier wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao!